Ich bin Reinhard Clemens, ich bin im Vorstand der Deutschen Telekom, verantwortlich für T-Systems und wir sind Dienstleister für Geschäftskunden, Großkunden und den gehobenen Mittelstand. Das Thema Digitalisierung ist in der Industrie eigentlich überall in der Diskussion. Und was passiert da? Das Erste ist, was passiert, die Geräte, die wir heute kennen, gerade auch in der Industrie, kriegen in der Zwischenzeit kleine Computer. Und diese Computer können mit Sensoren, die in diesen Geräten verbunden sind, eigentlich den Zustand eines Gerätes mit der Umwelt erfassen, analysieren und senden diese Daten dann irgendwo zentral weg. Also ich kriege im Endeffekt ein Abbild eines Gerätes, was irgendwo in der Produktion steht oder durch die Gegend fährt, in einen Computer. Das nennt sich dann eben die physikalische Welt, die wir draußen kennen, verbindet sich mit dem Cyberspace. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, und das war bislang noch nie da gewesen, dass jetzt plötzlich alle diese smarten Geräte, die es gibt, die also Sachen erfassen aus der Umwelt, sich miteinander und untereinander verbinden können. Wir leben in einer Welt, wo das erste Mal die Industrie, die Geräte produziert, tatsächlich sieht, was macht der Kunde damit und das auch noch in Echtzeit darauf reagieren kann und natürlich dadurch auch neue Produkte, wie heißt das so schön, Smart Products generieren kann. Das sind die beiden Stoßrichtungen, die wir haben, wenn wir über dieses Thema Digitalisierung der Industrie reden. Und damit das funktioniert, muss ich irgendwo zentral diese Daten haben. Ja, weil Sie können sich alle vorstellen, wenn jeder Hersteller mit jedem Hersteller und jedem Serviceanbieter eine eigene Schnittstelle bauen müsste, was das für ein riesiger Aufwand ist. Also wird es irgendjemand geben, der zentral bestimmte Daten einfach managt für Kunden. Ich bin ja nun vom Herzen Ingenieur. Ich habe Elektrotechnik studiert, Maschinenbau. Und ich habe damals das Thema computerintegrierte Fertigung mit begleitet. Und ich habe damals ein wichtiges Thema erlebt, nämlich das Sterben des deutschen Maschinenbauers, weil die Japaner damals mit einer elektronischen Steuerung gekommen sind, wie man diese Maschinen steuert. Und das war für mich schon ein Aha-Erlebnis, dass Technologie, sag mal, Fertigungskönnen einfach auch ersetzen kann. Und aus der Erfahrung heraus habe ich mir einfach geschworen, nachdem man darf technologische Quantensprünge, die kommen, einfach nicht vernachlässigen. Und man darf auch nicht zu lange warten und Sachen beobachten, man muss einfach reagieren. Man muss auch früh genug dabei sein, weil sonst überholt einen der Markt, wenn er denn einmal explodiert. Und diese Technologie, die jetzt kommt, dieses Industrie 4.0, Internet of Things, das alles wird jetzt zusammenwachsen. Und das schafft aus meiner Sicht für mich selber, aber natürlich auch für viele Endkonsumenten, ein ganz anderes Erlebnis, wie wir in einer integrierten Welt in der Zukunft leben werden. Und das finde ich total begeisternd. Und ich glaube auch einfach auch, wir haben eine gute Chance als Standort Deutschland. Wir sind mit der Telekom in diesen Kernthemen unterwegs, an den richtigen Stellen. Und es ist ganz toll zu sehen, was das für technische und auch wachstumsmäßige Möglichkeiten für uns einfach gibt in diesem Umfeld.